Ihr könnt mir auch helfen bei Age of Empires. Ihr kennt euch ja sicherlich aus. Ich habe Age of Empires 2, glaube ich, einmal oder zweimal in meinem Leben gespielt. Ich kenne natürlich generell die Basics von solchen Echtzeitstrategiespielen, aber ich habe eh nie verstanden, was der Unterschied ist jetzt zwischen Warcraft und Age of Empires. So, Untertitel. Bla bla. Nach der gewaltsamen Vertreibung aus ihren Häusern standen hartgesottene Geflüchtete vor der Aufgabe, wieder ganz von vorn anzufangen. Sie gründeten ein neues Dorf weit draußen auf dem Land. Okay. Age of Empires, Leute. Bei der Gründung einer neuen Warum Siedlung liebt das Spiel bestand jeder? Die oberste Priorität darin, eine zuverlässige Nahrungsquelle zu finden. Am naheliegendsten war es, Nahrung in der Natur zu sammeln. Ist das Nahrung? Das ist nur Dekoration. Was heißt denn? Schlafen die jetzt oder warum steht da? Ja, die ist untätig. Wenn sie nichts zu tun haben, kannst du auf das ist Nahrung wahrscheinlich, ne? Genau. Das sieht schon mehr nach Nahrung aus. Da steht es ja auch eventuell an diesem Ding, hätte man auch erkennen können, dass es sich hierbei um Nahrung handelt. Aber unten links steht jetzt auch drei Leute bei Nahrung quasi. Ah ja, da sieht man auch, wie viel Nahrung ich dann pro Minute kriege. Und das müssen sie wahrscheinlich brav. Genau. Das kennt man ja. So, und dann kriege ich hier das Haupthaus an und dann kann ich hier natürlich tolle Sachen bauen. Er ist noch alles deaktiviert fürs Tutorial. Ach, ich bin im Tutorial. Ja, das ist das Tutorial. Ist gar nicht so schlecht. Genau, bei Nils ist es jetzt Crusader Kings geworden. Ist doch okay. Was passiert? Mit einer guten Lebensmittelversorgung konnte das Dorf allmählich wachsen. Lustig wäre es, wenn Nils jetzt sagt, ich zocke eine Runde Quake. Dazu waren mehr Hände erforderlich, die sich die Arbeit teilten. Das ist die Beziehung. Produzieren Sie 5 zusätzliche Dorfbewohner im Zentrum. Das? Ja, genau. Das ist quasi das Gebäude, mit dem du mehr Villager bekommst. Nehmen an, die haben auch nicht unendlich Bären, die Sträuche, ne? Das ist so. Nee, die sind irgendwann weg. Da müssen wir irgendwann Expansions bauen. Genau. Nichts ist für die Ewigkeit. Fuerte. Jo, ihr könnt dem Nils gerne ausrichten. Viel Spaß bei Crusader Kings. Yeah. Ich muss hier erstmal ein paar Beeren pflücken. Produzieren Sie 5 zusätzliche Dorf. Immer noch in Produktion. Jetzt Ziel erreicht. Die neuen Arbeitskräfte konnten sich nun um die Bedürfnisse des wachsenden Dorfes kümmern. Zuerst bauten sie eine Mühle in der Nähe ihrer Nahrungsquelle, damit die Dorfbewohner gesammelte Beeren leichter ablegen konnten. Mach ich das auch mit denen, ne? Ja, zack. Bauen wir mal eine Mühle. Auf einen Rohstoffhocken oder ein unfertiges Rohstoff. Egal wohin. Ja, das ist komplett egal. Die bringen dann die Nahrung zu der Mühle. Wollen sie dann nicht mehr zum Dorfzentrum bringen, sondern gleich zur Mühle. Darum kannst du die überall hinstellen. Hauptsache, außenrum ist doch genug Platz für die Felder. Wenn ich mehrere Leute da drauf mache, bauen die dann die Mühle schneller? Ah, es geht nicht schnell. Aber es gibt auch Gebäude, die sind dann brauchen länger. Da brauchst du auf jeden Fall Als mehr nächstes Leute. Brauchte das wachsende Dorf Holz zum Bauen. Um ins nächste Zeitalter zu kommen, brauchst du zum Beispiel so ein großes Gebäude. Da brauchst du dann ganz viele Villager. Okay,
Kannst du auch noch mal ein paar Bäume hacken. Jeder muss hier mitarbeiten, Leute. Das dauert aber lang, das Holzfällen hier. Holz. Eieiei, dauert das lang. Kann man das nicht beschleunigen irgendwie? Noch mehr Leute auf Holz. So, das haben wir erreicht. Was bauen wir jetzt? Die wachsende Gemeinde verfügte nun über eine stetige Versorgung mit Holz. Um das Sammeln von Holz zu erleichtern, errichteten die Dorfbewohner ein Holzfällerlager in der Nähe des Waldes. Dank des Lagers mussten die Dorfbewohner das Holz nicht mehr über so weite Strecken transportieren. Nun brauchte das Dorf zusätzliche Häuser für seine wachsende Bevölkerung. Drei Häuser. Kannst du. Wenn du Shift hältst, dann kannst du mehrere Häuser ineinander bauen. Mal, der braucht ein Jahr, um einen Baum zu fällen, aber eine halbe Sekunde, um drei Häuser zu bauen. Das war irgendwie auch Age of Empires Loop. Amerikanisches Haus, das sofort umfällt, wenn du dagegen stößt. Durch zusätzlichen Wohnraum konnten noch mehr Dorfbewohner ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Aber ein bevölkerungsreiches Dorf würde die natürlichen Nahrungsquellen bald erschöpfen. Um zu wachsen, brauchte die Gemeinschaft eigene Farmen. Ist das kompliziert? Es wird noch viel komplizierter. Ich baue es am besten um die Mühle herum. Warum? Weil die dann gleich bei der Mühle die Nahrung abgeben und die Mühle hat noch einen kleinen Bonus. Nee, innerhalb von dem von der gelben Markierung. So. Weil die Mühle hat so einen Bonus, mit dem man dann 15% schneller arbeiten kann. Ja. Und du kannst immer, also ein Dorfbewohner muss dann ein Feld beackern. Du brauchst dann pro Feld ein Dorfbewohner. Waldarbeiter und Bauern sorgten nun dafür, dass das Dorf gut versorgt war. Um weiter zu wachsen, war es nötig, die Landschaft zu erkunden und mehr Rohstoffe zu finden. Dafür beauftragten die Gemeinden Späher. Wo ist denn mein ganzes Menü hin? Muss jemand anklicken. Okay. So, produzieren Sie im Dorfzentrum Späher. Die schnellen und weitsichtigen Späher waren der Schlüssel zur Entdeckung neuer Rohstoffe.
Die wichtigste Aufgabe eines Spähers war, eine gute Goldquelle zu finden. Ja. So, wo ist denn die Goldquelle? Kuthlich. Die ist im Norden. After the end. Yes, sir. Yes, sir. Read. Yeah. Baxi, vielen Dank für deinen Sub. After the end. Ich habe einfach mal die Hälfte der Zuschauer verloren, weil ich doch nicht geballert habe. Yes, sir. Aber wenn ich geballert hätte, hätte ich die Hälfte der Zuschauer verloren, die lieber entspanntes Strategiespiel sehen wollen. Ah, hier ist die Goldader. Yes, sir. Damit sie das Erz nicht über große Entfernungen transportieren mussten, errichteten expandierende Gemeinden ein Bergarbeiterlager in der Nähe der Goldquelle. Errichten sie ein Berg? Yeah. Hä, was ist mit euch los? Seid ihr doof? Ja, die Bären sind auch gut. Komm, die jetzt kurz zurück. Muss daneben gebaut werden. Und am besten ein Dorfbewohner pro Feld. Das kann immer nur einer ein Feld werden. Ja, ist doch, oder nicht? Jetzt fehlt noch einer übrig. Er kann noch ein Feld bauen zum Beispiel. Die Felder werden auch nachgepflanzt, das heißt, die gehen nicht kaputt. Wenn genug Holz da ist, werden sie einfach nachgebaut. Ein gut platziertes Lager ermöglichte einen effizienten Goldabbau. Okay. Sammeln Sie 50 zusätzliches Gold, das heißt, das schicken wir jetzt auch mal. Aber ich könnte doch auch einfach noch ein paar von denen hier bauen. Ja. Du kannst auch den Sammelpunkt ändern, genau. I know, Nicola, I know. Bin schon Profi. Ich hab schon gelesen, dass du ein bisschen Warcraft gespielt damals. Ein bisschen. Mit Take zusammen damals. War gar nicht so, also was heißt, nee, lass mich anders formulieren. Ich hab's schon einigermaßen viel gespielt und hatte einen guten Lehrer. Aber natürlich weit entfernt von einem guten Niveau. Damals in Südkorea. Nicht gut. Ja. Aber der Warcraft 3 war auch irgendwie echt Königsdisziplin, finde ich, mit dem ganzen Micromanagement und. Wenn das Dorf reichlich den mit Helden versorgt war, ist schon krass wurde gewesen. Es zu einer Stadt. Ja, die gibt es hier natürlich nicht so viel. Ich glaube, die gibt es tatsächlich nur in der Kampagne. Ein Anzeichen für diese Entwicklung. Aber ich sehe, dass Grubby, der ehemalige Großmeister in Warcraft 3, dass der viel Age of Empires spielt. Ja, kompetitiv ist das echt gut angesagt gerade. Mhm. Die Leute fanden den Grafikstil nicht so cool, da war er wieder ein bisschen comichafter ist. Aber wenn man so das Spiel vergleicht mit den vorigen Teilen, ist es deutlich realistischer. Ja. Warte mal, was muss ich denn jetzt machen? Hab ich nicht aufgepasst. Errichten Sie ein Wahrzeichen. Was ist denn? Was ist das Wahrzeichen? Das hier? Genau. Da kannst du dann normal zwei Sachen auswählen und jetzt gerade nur eine. Ja, warum kann ich das denn nicht machen? Du musst draufklicken. Ja, hab ich doch. Im Ad-Hoc nochmal. Und auf dann den Text. Ab Zeit der Königin. Ah. Okay. Ein großer Button. Oh, wow. Ja, das ist entsprechend groß und entsprechend musst du da auch viele Leute schicken. Das dauert Das ist quasi die Mechanik, um die nächste Zeit voranzuschreiben. Du brauchst immer ein Gebäude quasi von dieser Art. Noch entsprechend teuer. Bringen dir aber auch immer so Bohnen. Ganz cool sind. Kostenlose Truppen und sowas. Auch unterhalb in der Mitte sind die Leute da dran arbeiten an dem Forschungsplan. Kann man eigentlich die Karte auch drehen? Nee, ne? Auch unten hast du, unten rechts hast du so zwei Treffer zum Drehen. Oder
Alt halten, genau. Wenn du Alt hältst und die Kamera drehst, dann kannst du aber auch frei drehen. Mit dem Wahrzeichen demonstrierte das einst verschlafene Dorf, dass es nun eine blühende Feudalgemeinde war. Aber die Stadtbewohner waren schon einmal aus ihren Häusern vertrieben worden. Dieses Mal würden sie sich wehren. Endlich! Der erste Schritt war der Bau einer Kaserne für die Infanterie. Am besten baust du auch immer mehr Villager. Dann geht auch alles ein bisschen schneller, wenn du ganz viele von denen hast. Weil je mehr Villager du hast, desto stärker ist dein Villager. Sobald die Stadt eine Kaserne hatte, konnte sie eine ständige Truppe von Soldaten einrichten. Als Milizsoldaten wählte man häufig einfache Infanteristen, die mit Speeren bewaffnet waren. Was ist denn hier so, also, das ist eher so Command and Conquer, dass man so 40 von denen baut und dann, oder braucht man nur ein oder zwei? Eher Masse. Masse, okay. Yes, sir. Wobei in Command & Conquer hast du nur Panzer gebaut, hier brauchst du eine gute, ja, gute Verteilung auf die einzelnen Typen. Kavallerie mehr, ein bisschen Anti-Kavallerie, Bogenschützen viel. Der T-Kriegketz schreibt, Gude und Grüße, wie war dein Gesichtsausdruck nach dem SGE-Spiel gestern? Wahrscheinlich wie meiner. Oh ja. Gestern war ich sehr, sehr happy, muss ich sagen. Das war unfassbar. Ich habe mir auch gestern noch mal die ganze Nacht lang einzelne Szenen angeguckt und Zusammenfassungen, Spielerinterviews, Pressekonferenz und so. Ach, es war richtig nice. Da nur zwei, so, wieso seid ihr zwei Dullis denn nicht hier? Ja genau, es ist immer wichtig, dass sie dann gleich bei der Abgabestelle sind. Oder links ist wieso sind die denn? Guck mal, die sind alle im falschen Wald. Hier ist der. Weil du beim Dorfzentrum den Spawn falsch benutzt. Oh. So, wo sind die Speerkämpfer? Da ist meine Armee. Die Stadt hatte nun eine Miliz und konnte versuchen, die Ländereien zurückzuerobern, die durch die Invasion verloren gegangen waren. Die Eindringlinge hatten die nördliche Straße mit einer starken Palisade blockiert. Speere richteten gegen diese Mauern zwar wenig aus, aber die Miliz konnte das Hindernis mit Fackeln niederbrennen. Ach so, warte. Fackeln. Das machen sie automatisch. Da fackeln dann automatisch ihre Fackeln aus. Ist auch ein neues Feature, dass die Figuren dann, wenn sie Gebäude angreifen, nicht mit Schwertern draufhauen, sondern mit Fackeln. Muss aber auch viele Fackeln dabei haben, ey. Als die Straße frei war, konnte die Miliz ihr Land im Norden zurückerobern. Alles, was das Land geschützt hat, war ein Holzzaun. Zuerst mussten die Speerkämpfer mit einem einzelnen Wachposten fertig werden. Ey!
Das ist der Vorteil an den Pferden, die sind ein bisschen schneller. Und Wunderstrahlung! Der linken Maustaste den Befehl vorstoßen. Wo ist denn der Befehl vorstoßen? Da. So, okay. Fokusattack. Die Miliz rückte aggressiv vor und eliminierte den feindlichen Wachposten. Oh. Die Eindringlinge ließen die Straße durch ein kleines Kavallerielager bewachen, aber die Miliz war bereit zum Angriff. Mhm. Einen nach dem anderen holen wir uns jetzt. Und dann die Bogenschützen und die Bogenschützen. Da, Scherzscheinpapier. Das war ja unfassbar souverän von mir. Speere waren gegen Kavallerie äußerst effektiv, sodass die Miliz siegreich aus dem Gefecht hervorging. Jetzt mussten nur noch die Ställe der Eindringlinge zerstört werden. Was mit euch, Jungs? Hm? Der Chat sagt, dass das Spiel laut ist. Das Spiel laut ist? Ja. Greifen Sie das feindliche Kavallerie. Der Kavallerieposten der Eindringlinge war zerstört. Aber entlang der Straße warteten noch weitere feindliche Stellungen. Das nächste Lager wurde von feindlichen Bogenschützen verteidigt. Hier waren die Speerkämpfer im Nachteil. Um hiermit fertig zu werden, brauchte die Gemeinde eine eigene Kavallerie. Und so mussten Ställe gebaut werden. Damit diese Kavallerie schnell einsatzbereit war, musste die Stadt die Stallungen in der Nähe der Frontlinien bauen. Ich verstehe. Das heißt, wir müssen hier unsere Arbeiter... Zum Glück kamen freundliche Dorfbewohner aus ihren Verstecken und halfen mit. Genau. Na, das ist ja super. Viel Deck mit. Das ist ja super. Auch markiert, was du drücken musst. Genau, das siehst du auch, dass es aus der zweiten Zeit ist. Immer solche Blöcke. Jede Zeit hat einen eigenen Block und da gibt es eigene Gebäude. Mhm. Ja, er hier. Richtig sauer auf den. Der hat mal was mit meiner Frau gehabt. Warte. Walter, wir müssen angreifen. Nee. Warte mal. Warte mal. Der wohnt da. Ich weiß, der komm raus. Oh, was macht ihr denn? Sobald die Ställe errichtet waren, konnte die Stadt eigene Reiter einsetzen. So, können natürlich trotzdem. Am besten wählst du beide Ställe aus, dann kannst du doppelt so schnell produzieren. Das ist total schlau. Aber lass sie ruhig drin. Du hast ja so viele Ressourcen da. Wenn du Doppelklick machst, dann kannst du beide quasi ein bisschen. Genau. Oder einen gemeinsamen Sonnenschirm.
So Leute, wir machen gleich nach der Map, beziehungsweise nach dem Spiel mal noch ein bisschen Q&A, können wir noch ein bisschen quatschen, weil ich kann nicht immer in den Chat jetzt gucken, während ich spiele, dann werde ich beiden Sachen nicht gerecht. Also wenn ihr gleich noch Fragen habt oder Anmerkungen habt, dann am besten nach dem Spiel aufsparen. Es sei denn, es ist ganz dringend und ihr geht das Risiko ein, dass ich ab und zu mal hinlunse. Kannst ja vorlesen. Ich sehe den Chat, ja. Produzieren Sie 15 Reiter? Ah, ich habe erst 8. Ich habe schon 15. Und du brauchst noch mehr Häuser, weil du hast aktuelles Bevölkerungslimit dabei. Nein, die Pferde, die brauchen... Müssen irgendwo schlafen. Weil die Frage gerade kam, Indie wird, glaube ich, noch hochgeladen am Sonntag bei Kino Plus, soweit ich weiß. Also der Augenblick zu Indie. Und dann gleich danach gibt's das Autoflip zu Harry Potter dabei. Hier wird wieder produziert, das sieht gut aus. Vielen Dank für den Sub. Und ja, das Subben mit Amazon Prime kostet euch natürlich nicht. Das kriegt ihr quasi, wenn ihr Amazon Prime habt, geschenkt. Und ihr könnt überlegen, wem ihr das geben wollt. Nun über eine schnelle, leichte Kavallerie, die langsame feindliches Bogenschützlager entdeckt. Ich glaube, wir sind halt sehr, sehr gut gegen Bogenschützen. Können wir Schüsse ausweichen, wenn wir werden. Quasi die Kontereinheit gegen Bogenschützen. Victory! Die Kavallerie eliminierte die gegnerischen Bogenschützen und machte sich daran, auch den Schießstand zu zerstören. Bisschen wie Stanley Parable. Achso, was ist jetzt? Also. Die Bogenschützen der Eindringlinge und ihr Lager wurden ausgelöscht. Eine letzte feindliche Stellung blieb noch, die mit Palisaden befestigt war und von Speerkämpfern verteidigt wurde. Haha, jetzt brauchen wir wohl Bogenschützen. Um damit fertig zu werden, brauchte die Stadt Langbogenschützen. Zuerst musste man in dem von den Eindringlingen zurückeroberten Gebiet Schießstände errichten. Rein zufällig kamen drei Arbeiter aus dem Wald im Norden. Tatsächlich! Wieder kamen freundliche Dorfbewohner, um zu helfen. Sensationell. Ja, das sollst du auch gleich drei davon bauen. Ja, ja. Bury your words up. Each sailor! Io come Sally. Io come Sally. Nach dem Bau mehrerer Schießstände konnte die Stadt ihre Truppen mit Langbogenschützen verstärken. Bury your words up. Wenn du 20 hältst, kannst du gleich 5 auf einmal bauen. Wie bitte? Wenn du Shift hältst, dann kannst du 5 Stück auf einmal bauen in der Anlagen. Ja, das ist der. Guck mal hier, die Bogenschützen, die sind so aggressiv, dass die einfach auf Korn schießen mit dem Bogen.
Diese scheiß Sträucher, die haben mich schon immer abgefuckt. Gib mir mal einen Pfeil, gib mir mal einen Pfeil. Die sind richtig wütend auf Korn. Wie mein Vater früher. Steht ihr? Wie viel habe ich denn? Straight Bogen, die Bögen. So. Stradora. Verbohre die Dosen sind dort durch Nösen. Ah, ich muss. Wenn du alle Anlagen markierst, dann werden auch überall jeweils einer gebaut. Ich weiß nicht. Ich weiß, ich kenne die Theorie. Aus der Ferne eliminieren, wenn sie die richtige Stellung einnahmen. Ich will dir nur helfen. Mhm. So. Wen greift mir an? Da oben. Okay. Straboje. Straboje. Und runter ist der Weg. So Leute, jetzt gibt's richtig Kasala hier. Strabojan. Da sind sie doch schon. Ja, wenn du auf den Berg gehst, hast du halt einen Vorteil für die Bogenschützen. Ah, okay. Deshalb ist auch der Pfeil, ne? Ja. Die Langbogenschützen waren auf. So viel dazu. Okay, meine. Ich habe natürlich die mit meinen Pferden weggelockt. Das ist mal wieder super gewesen. Da wollte ich es richtig cool machen und hab's richtig scheiße gemacht. Starken Einheimischen brachten die letzten Eindringlinge zu Fall. Nun, da ihre Ländereien frei von Feinden waren, konnte die Einwohnerschaft die nächste Wachstumsebene Not today, was geht ab und bei zu dir? Einer mächtigen mittelalterlichen Stadt heranwachsen. Auch hier war die Errichtung eines großen Wahrzeichens ein eindeutiges Symbol für diese Entwicklung. Meint ihr, irgendwann kommt noch Warcraft 4 raus? Überleg mal, wie lange das her ist. Warcraft 3 war ja super erfolgreich. Blizzard ist so ein komisches Unternehmen. Jetzt mal unabhängig von all den anderen Sachen, die da in dem Unternehmen vorgehen. Aber ich finde es ja gut, wenn man sich Zeit lässt und lange und ausgefeilt an den Spielen entwickelt. Aber irgendwie das kommt für Mobile, ja. Ja. Ja, genau. Das meine ich ja, die sind so komisch, ey. Letzte Aufgabe ist übrigens, das Wahrzeichen zu bauen. Dafür brauchst du wieder deine Villager. Wo sind die denn? Unten in deinem Dorf. Schnappst du dir am besten welche und baust das. Am besten alle. Das ist die letzte Aufgabe. Ist egal, wo du es baust, glaube ich, oder? Ach so, ist egal, wo ich baue. Ist egal. Ja, muss einfach nur in die nächste Zeit. Hm. Aber hier kann ich nichts bauen. Ach doch, da. Doch, doch, genau. Der weiße Turm. Ich
Wie gesagt, was machst du denn hier? Ach, das ist der Speer. So, jetzt packen alle mal mit an. Und nicht nur der Rainer und die Gisela, wie sonst. So, Harald, du kannst auch mal was machen. Ja, aber ich sag doch die ganze Zeit. Ja, du sagst die ganze Zeit, Harald. Sagen ist aber nicht machen. Ja, aber es muss auch einen geben, der... Ja, es muss auch einen geben, der aber einfach mal den Hammer in die Hand nimmt und die Schnauze hält. So, die scheiß Burg baut. Wo ein paar einfache Flüchtlinge ein kleines Dorf gegründet hatten, entstand nun eine mächtige Stadt. Von dort aus würde ein Imperium entstehen. Ich habe gewonnen. GG. Ja, macht direkt Bock, aber macht auch, also spielt sich halt so wie, ehrlich gesagt, ich will jetzt hier niemandem zu nahe rücken, aber wie halt all die anderen Echtzeit-Strategiespiele auch. Surprise. Aber es sieht schon schick aus. Genau, das ist die Kampagne mit den einzelnen Abschnitten. Also ja, stimmt schon. Das ist schon sehr ähnlich zu Age of Empires, zu den Vorgängern, aber es hat auch viele eigene... Aber es spielt sich halt auch, also natürlich, die Profis werden sagen, es ist so wie wenn du sagst, Quake ist wie Unreal Tournament und dann ja, würde genau, ich natürlich auch widersprechen. Aber so für einen Laien ist es halt einfach bunte Waffen ballern und hier ist es, ja, ich baue einen Villager, der baut den Kornspeicher und dann baue ich einen Bogenschützen und der schießt auf den Speerträger. Ja, nee, das stimmt, das ist gleich. Aber, ja. Nee, also es soll auch gar nicht negativ klingen. Ich find's cool, ich habe auch Bock weiterzuzocken. Ich bin heute so müde, Leute, dass ich jetzt hier auch schon mit dem Spiel wieder aufhöre. Das Tutorial habe ich gespielt, ich werde jetzt weiterzocken. Ich werde dann das nächste Mal die Kampagne richtig zocken. Und jetzt kann ich mich noch mal ein bisschen dem Chat widmen.